hier zusammenkommen zu einem Abend der politischen Bildung, zu einer Diskussion, durch die ich im ersten Teil führen darf, im Gespräch mit unserem heutigen Gast und danach in der zweiten Halbzeit sozusagen an euch übergeben darf für eure Fragen, Beiträge etc. Wird auch aufgezeichnet, danach auf Instagram zur Verfügung gestellt und das ist sozusagen unser Fahrplan heute und jetzt begrüßen wir unseren Gast, nämlich den dritten Nationalratspräsidenten von der FPÖ, Norbert Hofer. Schönen guten Abend. Dankeschön. Danke. Danke. Herr Präsident, schönen guten Abend. Wir haben uns im Frühjahr, wahrscheinlich noch Lockdown, gedacht, es wäre doch mal spannend, mit dem Chef der FPÖ zu diskutieren. Tun wir jetzt nicht. Es ist 3,5 Monate her, da sind sie zurückgetreten, haben sich sozusagen aus der Tagespolitik und der Parteipolitik im engsten Sinne zurückgezogen. Wie geht es Ihnen 3,5 Monate danach? Vermissen Sie es oder froh darüber? Ich vermisse es nicht. Es ist ehrlich gesagt herrlich, wenn man so ein bisschen aus dem täglichen Hickhack draußen ist. Und es entspricht auch viel mehr meinem Naturell oder meiner Lebensmelodie. Ich war ja auch früher, schon vor vielen Jahren, dritter Präsident des Nationalrates. Dann kam diese Bundespräsidentenwahl dazwischen und auch die Regierungsbeteiligung. Aber das ist genau die Funktion, die mir am meisten Freude macht. Also wir treffen auch mit Botschaftern, auch Treffen mit Vertretern anderer Parteien, um Brücken zu bauen. Und das liegt mir doch am meisten. War es eigentlich immer so klar, dass Sie auch als Präsident weitermachen und nur die Funktionen der Partei zurücklegen? Nein, das war vollkommen klar. Also die Funktion in der Partei, diese Idee, diesen Plan, es noch heuer zu machen, der ist in mir schon lange gereift und ich habe auch einen sehr, sehr engen Kreis eingeweiht, dass ich nach der Wahl in Oberösterreich und Graz dann diesen Schritt setzen möchte. Aber ich habe mich dann entschieden, es doch noch etwas früher zu machen. Warum denn? Weil ich gesehen habe, dass es jemanden gibt, der Interesse hat, diese Funktion zu übernehmen und daher war klar, jetzt ist es soweit. Und wie gut macht es denn in den ersten 3,5 Monaten? Naja, macht es auch seinem Naturell entsprechend, nämlich ganz anders als ich. Also sehr angriffig, sehr stark in Richtung auf Richtung Opposition getrimmt. Und wichtig ist in einer Partei, dass der gewählte Obmann auch immer von allen unterstützt wird und auch die Unterstützung hat und dass jeder das macht, was er am besten kann. Und meine Aufgabe sehe ich darin, die Kontakte international zu pflegen und auch die Kontakte mit anderen Parteien und auch bei den großen Themen, wo ich glaube, wo ich inhaltlich auch gut eingearbeitet bin, nämlich gesamte Verkehr, Pflegethematik zum Beispiel, Sozialwesen, auch dort meinen Beitrag zu leisten. Es sind heute viele junge Menschen hier und ich habe im Vorfeld einige Gespräche geführt. Manche haben gesagt, Hofer finde ich politisch spannend, sind ähnliche Positionen wie ich selbst. Andere haben gesagt, Hofer, naja, da habe ich schon ein anderes Weltbild als er. Wo verorten Sie sich selbst politisch? Zunächst ist es wichtig, dass es in einer Demokratie Menschen gibt mit völlig unterschiedlichen Weltbildern, weil sonst könnten wir uns das Parlament ersparen. Ich bin ein... Es ist unterschiedlich. Ich glaube, so, das ist nicht mehr so einfach, sagen, jemand ist rechts oder links oder konservativ und progressiv und liberal. Ich bin wirtschaftspolitisch sicher liberal, weil ich glaube, dass die Wirtschaft nicht kein Korsett verträgt. Ich bin sozialpolitisch links. Ich glaube einfach, dass man jene, die sich nicht helfen können, maximal auch unterstützen muss, dass das Gesundheitswesen maximal unterstützt werden muss, dass wir in der Pflege sehr, sehr viel zu tun haben. Also das sicherlich links und wenn es darum geht, wie sieht es aus mit der Zukunft gesellschaftspolitisch, bin ich wahrscheinlich konservativ, aber ich bin kein Spießer, hoffe ich. Würden Sie sich auch als rechts bezeichnen? Bei einigen Themen bin ich sicherlich rechts. Ja. Also wenn es darum geht, wie der ländliche Raum ausgestaltet sein soll, dass es Recht und Ordnung geben soll, ja natürlich, da bin ich rechts. Wenn Sie jetzt sagen, Sie sind sozialpolitisch eher links, wie weit sind Sie auf Ihrer Partei auf dieser Linie? Wie weit ist die FPÖ sozialpolitisch links sozusagen? Ja, wir haben viele Positionen, die in diesem Bereich wohl als links zu verorten sind. Also wie gesagt, eben dieser gesamte Bereich der Pflege, wo wir uns viele Gedanken machen müssen, wohin geht denn die Pflege in Zukunft in Österreich? Wir haben ungefähr 400.000 pflegebedürftige Menschen, wir haben 400.000 pflegende Angehörige. Und es wird viele geben, die auch im Familienkreis wissen, dass jemand, der zu Hause pflegt und betreut, das sind meistens Frauen, auch direkt in die Armutsfalle hineinrutscht. Also man hat dann das Einkommen nicht, es wird zum Teil abgefedert, es fehlen Pensionszeiten. Das heißt, jemand, der seinen Ehepartner oder einen Elternteil 20 Jahre pflegt, wird sicherlich später auch die finanziellen Folgen zu spüren bekommen und das finde ich unfair. Sie
Sie sind in die Politik gegangen, da waren die meisten hier, wenn nicht sogar alle, noch gar nicht auf der Welt. Um Gottes Willen. Sorry. 1994, ja. Stadtpartei Obmann-Eisenstadt, ja. Sondern auch im Burgenländischen Landtag im Jahr 1996. Also auch ich habe es nicht miterlebt, aber es ist doch schon einige Zeit, heute das 30-jährige Jubiläum, das will aber ich auch nicht, nachdem ich ein EGPler bin, in der Politik. Was hat sie politisch gemacht? Was hat sie politisiert? Ja, sicherlich das Elternhaus. Also ich hatte einen Großvater, der Amerikaner war, in den USA geboren war. Typische Geschichte, Burgenland, Urgroßvater ausgewandert, Chicago 30er Jahre, also ganz arge Geschichten. Hat gewohnt im ersten Stock einer Bäckerei, Keipels Bakery. Und da hat es ein Loch gegeben in der Decke und seine Aufgabe war ihn dann auch, das war 24 Stunden offen, nach unten zu schießen, wenn irgendwas ist. Also Chicago 30 Jahre war sicherlich spannend, ist nach Österreich eingewandert und hat hier eine Fabrik gehabt, hat Leder hergestellt, hat auch Humanik beliefert, das war der Großvater mütterlicherseits. Ist wohl ein Christdemokrat gewesen, aber ein sehr kritischer, war immer sehr unzufrieden mit seiner Partei. Und dann mein Vater hat sich auch entschieden, für die ÖVP in den Gemeinderat zu gehen, sehr jung, und ist dann rausgegangen, als meine Schwester, sie war 16, an Krebs gestorben ist und wollte dann einfach mehr Zeit auch für die Familie haben. Also die Gespräche zu Hause haben politisiert natürlich, weil Politik war immer ein Thema, auch beim Mittagessen, beim Abendessen. Weniger Parteipolitik, aber Politik natürlich. Und im Burgenland ist es einfach so gewesen, dass alle, und vielleicht noch mehr als in anderen Bundesländern, alle Bereiche einfach auch politisch sortiert waren. Die Wohnbaugenossenschaften, rot und schwarz, die Autofahrerclubs, so wie in ganz Österreich, ein roter, ein schwarzer, Direktoren, Schulen, rot und schwarz. Und das hat mich dann auch dazu bewogen, mit anderen Gründen zu überlegen, ob ich in einen von diesen beiden Parteien hineinpasse, und ich habe nicht hineingepasst. Ist das heute auch noch so, rot und schwarz überall, oder wie blau ist auch gerade Postenbesetzung etc. im Staat? Es gibt sicher Dinge, wo ich in die SPÖ hineinpassen würde, und es gibt auch Dinge, wo ich in die ÖVP hineinpassen würde, aber insgesamt habe ich die größte Schnittung natürlich mit meiner Partei, sonst wäre ich nicht dort. Postenbesetzungen, ich meine, man muss schon so ehrlich sein, dass man natürlich, wenn man regiert, man sich überlegt, welche Aufsichtsräte setze ich ein, dass es Leute sind, wo man ein gewisses nahe Verhältnis hat, was die Sachpolitik anbelangt. Denn ich muss ja als Minister, wenn ich jetzt in der ASFINAG bin, auch dort Leute sitzen haben, wo ich weiß, die vertreten in etwa die Positionen wie ich. Also wenn es gegen den Straßenbau ist und ich will aber Straßen bauen, dann passt das nicht zusammen. Aber man muss sehr unterscheiden zwischen den Aufsichtsräten und den Vorständen. Die Vorständen durchlaufen einen Prozess, wo geprüft wird, sind sie geeignet. Und da müssen es die Bestqualifizierten werden. Das ist ja ganz anders als beim Aufsichtsrat. Da schaut man, ist der grundsätzlich geeignet, bringt der Fähigkeiten, Fertigkeiten mit, die im Aufsichtsrat verlangt werden, die man braucht. Aber es gibt kein Verfahren, wo man sagt, die 20 Besten von 500 Bewerbern, die werden da sitzen. Jetzt sind Aufsichtsräte, Vorstandsposten, vor allem wenn man sich die großen Unternehmen ansieht, in Österreich wahnsinnig männlich besetzt. Man muss sagen, das sind nicht alle staatlichen Unternehmen, da hat die Politik nicht immer Einfluss. Aber warum ist denn das so männlich und so wenig weiblich besetzt? Das ist wahrscheinlich so eine gläserne Decke und ich glaube, das wird sich aber sehr, sehr rasch ändern. Wenn man sich die Universitäten ansieht, dann ist der Anteil weiblicher Studenten einfach auch sehr, sehr, sehr groß. Und das wird man auch sehr, sehr bald auch dann auch wiederfinden in den Vorstandsetagen und in den Aufsichtsräten der Unternehmen in Österreich. Es gibt für gewisse Aufsichtsräte auch eine Frauenquote. Man muss dazu sagen, die wird nicht ganz eingehalten von einigen Unternehmen. Darum ist es insgesamt noch unter der Quote. Aber sind Frauenquoten eine Lösung in Ihrer Sicht? Naja, es gibt das Problem, dass eben viel zu wenige Frauen in Aufsichtsräten sind. Ich begrüße, dass es gelungen ist, mit den Quoten mehr Frauen in Aufsichtsräten zu haben. Das Instrument selbst ist eines, das aus meiner Sicht nur das zweitbeste ist, weil eine Quote auch wiederum eine Form der Diskriminierung darstellt, nämlich es gibt die Quote und da wirst du genommen. Und das ist immer die Frage, welche Quoten mache ich dann insgesamt? Haben wir im Parlament zu wenig Menschen, die noch an der Werkbank stehen? Haben wir... sind die Volksgruppen ordentlich vertreten? Also es ist halt unheimlich schwer, mit Quoten wirklich alles abzubilden. Jetzt sind Sie dritter Nationalratspräsident und das Nationalratspräsidium ist eigentlich eine der wichtigsten Ämterpositionen in unserer Demokratie und dennoch im Vergleich zur Regierung, Bundespräsidenten, vielleicht medial, auch nicht so im Mittelpunkt, wie es eigentlich in der Demokratie ist. Ganz salopp gefragt, was machen Sie denn so als Nationalratspräsident? Ja, aber das ist ja das Herrliche. Also für mich war die schönste Zeit, bevor dieser Bundespräsidentenwahlkampf begonnen hat, weil du kannst dann in Ruhe deine Arbeit machen und das sind tolle Aufgaben, die man hier zu erfüllen hat.
und kannst dich noch auf der Straße in ein Kaffeehaus setzen, ohne dass du dann politisieren musst mit jedem, der dich trifft. Nein, das ist lange vorbei. Das war mit dem Jahr 2016 vorbei. Also was macht der Nationalratspräsident? Er kümmert sich eben mit den beiden Kollegen, ist in diesem Fall Doris Burres und Wolfgang Sobotka, um die Angelegenheiten des Hauses, um die Sitzungsführung. Wir haben ein Rat, wo jeder immer 2 Stunden lang den Vorsitz bei den Nationalratssitzungen hat. Wird manchmal auch später, aber in diesem Rat geht das sehr gut. Es wird anstrengend, wenn ein Präsident ausfällt, weil dann hat man zu zweit die gesamte Sitzung zu leiten. Man hat sehr viele internationale Kontakte, trifft Botschafter und hat natürlich auch Auslandstermine, die man absolviert und vertritt auch das Land in dieser Funktion. Und wenn es so herrlich ist, Sie wollten ja Bundespräsident werden 2016, vielleicht wollen Sie sogar wieder werden 2022, warum denn, wenn das nicht so schön ist als Nationalratspräsident? Nein, ich wollte absolut nicht bei dieser Wahl antreten und es war ein langes Hin und Her mit meiner eigenen Partei. Als man hat zu mir gesagt, ich soll hier bei dieser Präsidentenwahl antreten, habe ich sofort Nein gesagt, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass die Österreicherinnen und Österreicher jemanden wählen, der noch nicht einmal 50 Jahre alt ist. Und ich habe gesagt, kann man das nicht vorstellen, aufgrund der Folgen meines Unfalls, dass ich das überhaupt einen Wahlkampf in diesem Ausmaß schaffe. So, dann gab es lange Gespräche. Die Entscheidungsfindung war dann ehrlich gesagt so, dass damals, ich habe in meinem Büro ein Schachbrett gehabt und damals sprach er noch Obmann, kam zu mir und gesagt, du, jetzt lassen wir das Schicksal entscheiden. Er war immer sehr, Schicksal war immer für ihn ein wichtiges Thema und hat genommen einen König und eine Dame und hat gesagt, hat die Hände so verschränkt, gesagt, klopf drauf und wenn es der König wird, dann musst du antreten. Ich habe drauf geklopft, das war die Dame. Er sagt, so, es ist, Schicksal hat entschieden, ich trete nicht an. Wieder weitergesprochen mit ihm, sagt er, du, wir sollten das noch einmal machen. Noch einmal, wieder verschränkt, drauf, es war die Dame. Ich sagt, du, Heinz, aber jetzt ist es entschieden. Dann hat er mir gesagt, du, ja, aber du bist es deiner Partei schuldig. So, was sagst du jetzt? Dann hat er noch gemeint, und außerdem, das dauert eh nicht lang. Das sind 3-4 Wochen Wahlkampf. Also, wir hätten natürlich nie damit gerechnet, dass man in die Stichwahl kommt, weil es immer klar war, es wird da jemand von der ÖVP oder von der SPÖ, also wir machen halt mit, damit auch meine Partei vertreten ist in diesem Wahlkampf. Und dann irgendwann in diesem Wahlkampf hat sich das so entwickelt, dass das Ergebnis so war, wie es war in dem ersten Wahlkampf mit rund 35% und die Kandidaten von SPÖ und ÖVP nur rund 10%. Und im Laufe dieses Jahres hatte ich Zeit, mich mit dieser Idee dieses Amtes auch anzufreuen. Was wird denn jetzt im Herbst nächstes Jahr, wenn wir wieder passieren, kommt der Herr Titel mit einer Mütze, mit einem Würfel, mit Dame und König? Nein, das werde ich jetzt also nicht mehr so machen, sondern ich muss mir für mich entscheiden. Werde ich antreten? Und wenn ich das auch für mich entschieden habe, dann werde ich das auch meiner Partei sagen, dass ich mir das vorstellen kann, aber diese Entscheidung habe ich noch nicht getroffen. Bis wann wollen Sie das treffen? Also für mich persönlich werde ich es wohl bis über den Jahreswechsel entscheiden müssen. Und wenn es dann entschieden ist, wird es noch ein bisschen dauern, um die Entscheidung so oder so dann auch bekannt zu geben, weil ich glaube, man muss nicht der Erste sein, der das bekannt gibt. Es gibt ja auch noch andere Parteien und andere Kandidaten. Rechnen Sie eigentlich mit einer Wiederkandidatur von der Welt? Ich rechne eigentlich damit, aber ich weiß nicht, wie er sich entscheiden wird. In der Politik ist es so, dass sich Dinge so rasch entwickeln. Ich nehme an, er wird es machen, wenn er glaubt, dass es ihm weiterhin Freude macht und dass ihn das Amt ausfüllt. Ob das im nächsten Jahr der Fall sein wird, das wird er persönlich am besten wissen. Sie haben Wolfgang Sobotka erwähnt, den ersten Nationalratspräsidenten, wird oft kritisiert von der Opposition, aber nicht nur vom Regierungspartner. Wie beurteilen Sie dann seine Arbeit? Naja, also wir drei Präsidenten arbeiten gut zusammen auf dieser Ebene, wo wir gemeinsam auch Verantwortung tragen im Haus. Das ist die Ebene der Präsidenten. Dass natürlich die Parteien Kritik üben an Präsidenten, auch das ist völlig normal und ein Teil des demokratischen Prozesses. Ich möchte, um Sie auch ein wenig besser kennenzulernen, einen kurzen Word-Rap durchführen. Das heißt, ich habe ein paar Satzanfänge mitgebracht und würde Sie bitten, die zu vollenden, 10 am Stück sind es. Mhm. Der erste lautet, die Arbeit von Bundespräsident Van der Bellen finde ich... Er hat das ganz gut gemacht. Ich habe mich gegen Covid-19 impfen lassen, weil...
weil ich Verantwortung für mich trage, für meine Familie und auch für die Patienten, mit denen meine Frau Kontakt hat. Die Europäische Union ist für mich weiter entwicklungsfähig. Wenn ich Bundespräsident wäre, dann? Schreiben wir das Jahr 2023. Zuletzt darüber gewundert, was alles möglich ist, habe ich mich als... Also ehrlich gesagt, es vergeht kaum ein Tag, wo ich mich nicht wundere. Ich denke es gerade nach, was das letzte war, wo ich mich gewundert habe. Das war vor wenigen Tagen, als es zu einem Mord gekommen ist und der Täter bereits auffällig war im Vorfeld. Seit meinem Rücktritt als FPÖ-Chef vermisse ich am allerwenigsten das. Das Terminchaos. Zuletzt mit HC Strache gesprochen habe ich. Im Nationalratswahlkampf. Also zu Beginn dieser Gesetzgebungsperiode. Am ORF finde ich gut, dass... ORF 3. Herbert Kickl ist derzeit der perfekte FPÖ-Parteiobmann, weil... Die Partei in Opposition ist und er ein sehr angriffiger Politiker ist. Und die AfD wird bei der Bundestagswahl am 26. September... antreten und das Ergebnis erhalten, das man verdient, so wie es bei jeder Partei der Fall ist. Schauen wir mal, zumindest antreten, haben Sie sicherlich recht in Ihrer Prognose. Ich möchte nicht über die AfD, sondern über Ihre Partei reden, über die FPÖ. Jetzt gibt es vor allem ein Thema derzeit, das die FPÖ sehr beschäftigt, also Clubobmann Kickl oder Parteiobmann Kickl sehr beschäftigt, das ist die Corona-Schutzimpfung. Man muss dazu sagen, Sie sind geimpft, es sind sehr, sehr viele Abgeordnete geimpft im Parlamentsclub, es sind auch laut einer aktuellen Studie der Uni Wien 52% der Wählerinnen und Wähler geimpft. Setzt die FPÖ dann strategisch hier aufs richtige Pferd, doch eigentlich einigermaßen gegen die Impfung zu mobilisieren? Also, ich kann jetzt meine persönliche Meinung sagen. Ich bin der Meinung, ein Politiker sollte keine medizinischen Ratschläge geben. Dazu gibt es Ärzte, die das machen. Ich kann nur jedem empfehlen, bei der Entscheidung über die Impfung sich mit dem Arzt des Vertrauens zu beraten und dann für sich persönlich die Entscheidung zu treffen. Und da ist jeder Fall anders. Es kann Vorerkrankungen geben, die eine Impfung zu einem gewissen Risiko machen. Es kann Dinge geben, wo die Impfung noch notwendiger wird. Und das muss jeder für sich persönlich entscheiden. Also wie gesagt, ich bin kein Arzt und Politiker sind in der Regel keine Ärzte und sollten und können auch solche Ratschläge nicht geben. Mir gefällt auch nicht, wenn es so Aktionen gibt, wo man sich im Supermarkt impfen lassen kann oder in der Straßenbahn, denn da fehlt mir die Zeit fürs ärztliche Gespräch. Und am besten ist eben der niedergelassene Arzt, der den Patienten schon am besten kennt und genau weiß, was man braucht. Jetzt stand die FPÖ, wenn man so gefragt hat, nach einer Assoziation, was fällt Ihnen zur FPÖ ein, vor allem für Migration und einen kritischen Migrationskurs. Wandelt sich das gerade eben, wenn ich jetzt auf die Straße gehe und frage, fällt vielen vielleicht ein, Corona-Politik oder Corona-kritisch? Ja, wobei ich aber schon glaube, dass dieses Thema den Bürgern bei fast jeder Partei einfällt, denn Corona beschäftigt uns Politiker jeden Tag viele Stunden lang. Jeder macht sich Gedanken, was als nächstes kommt, was man umsetzen kann, wo ist die Verhältnismäßigkeit und so weiter und so fort. Und es trifft ja auch jeden Bürger. Ich glaube, es gibt niemanden im Land, der von sich sagen würde, dass ein Tag vergeht, wo er nicht an Corona denkt. Und deswegen, glaube ich, wird jede Partei auch damit in Zusammenhang gebracht. Elisabeth Köstinger, Tourismusministerin der ÖVP, hat vorgestern gesagt, die FPÖ gefährdet mit ihrer Propaganda die Gesundheit tausender Menschen. Was kommt uns, Elisabeth Köstinger? Ja, ich kenne Elisabeth Köstinger gut aus unserer Regierungsarbeit. Ich halte das für eine parteipolitische Aussage. Das ist auch so zu werten. Jeder Mensch entscheidet selbst, ob er sich impfen lässt oder nicht. Und ich als Geimpfter sage aber auch, ich möchte auch kein Bashing von Ungeimpften. Wenn jemand sich entscheidet, sich nicht impfen zu lassen, weil man Sorgen hat, vielleicht wegen Spätfolgen, denn wir wissen, keiner weiß, ob es nicht irgendwelche Folgen gibt. Ich glaube es nicht, ich hoffe es nicht. Sonst eben nicht impfen lassen. Aber es gibt Menschen, die haben diese Sorgen und das hat man auch zur Kenntnis zu nehmen. Manfred Heimbuchner, der jetzt für die FPÖ auch antritt und Landesparteiobmann ist, hat gesagt, die Impfung ist sicherlich nicht der Gamechanger. Jetzt sind wir uns wohl alle einig, dieses Game, wenn man so nennen will, muss irgendwann gechanged werden, also beendet werden. Aber was ist dann der Gamechanger? Wie können wir die Pandemie beenden, wenn nicht mit der Impfung?
Also ich bin der festen Überzeugung, dass uns dieses Virus, so wie wir alle da sitzen, ein Leben lang begleiten wird. Das wird nicht mehr verschwinden, das wird einfach da bleiben. Und daher werden wir lernen müssen, auch damit umzugehen. Und wir werden auch sicherlich auch die Hoffnung in Medikamente setzen, die vielleicht verhindern, dass wenn man erkrankt, dass man dann auch, oder schwerer erkrankt, dass man auch Spätfolgen hat, Langzeitfolgen hat oder auch sogar daran verstirbt. Und das ist eben die große Hoffnung, neben der Impfung, die auch viel an Erleichterung gebracht hat, dass es auch ein Medikament geben wird und dass wir auch lernen, alle damit zu leben. Sie haben zuletzt etwas eine Schande bezeichnet, das ist ein starkes Wort, und Sie haben es getwittert in dem Zusammenhang, dass im Handel seit gestern, seit 15. September, Geimpfte keine Maske und Ungeimpfte eine FFP2-Maske tragen müssen. In Wien muss man dazu sagen, ein bisschen anders, da müssen auch Geimpfte eine tragen. Aber warum sind Sie das als Schande, warum ist so ein starkes Wort? Weil ich als Geimpfter bereit bin, auch eine Maske zu tragen, wenn es verordnet ist. Also mir wäre es lieber gewesen zu sagen, Maske ja, aber dann bitte für alle. Denn es wäre auch logisch gewesen, denn auch Geimpfte können das Virus weitergeben, nicht nur Ungeimpfte. Daher, wenn, dann Maske für alles. Denn eines ist schon der Fall, ich sehe ja dann im öffentlichen Raum und im Handel, wer trägt Maske und wer nicht. Also wer ist geimpft und wer ist nicht geimpft. Und diese Stigmatisierung, glaube ich, wird zur Spaltung noch weiter beitragen. Und deswegen glaube ich, wäre es besser gewesen, sagen, wenn Maske notwendig, dann bitte für alle. Wären Sie als Bundespräsident so weit gegangen und hätten das unterbunden, nicht zugelassen? Also das sind inhaltliche Maßnahmen. Ich hätte das schon kritisiert und hätte auch das Gespräch gesucht mit dem Kanzler und dem Gesundheitsminister. Aber was ich vor allem gemacht hätte, wir hatten im letzten Jahr doch einige Verordnungen, die dann verfassungswidrig waren. Und ich hätte als Bundespräsident schon darauf gepocht, dass mit mehr Sorgfalt vorzugehen ist, damit auch die Verfassung nicht gebrochen wird. Das ist auch die Aufgabe des Präsidenten. Es gab ja einige Punkte, wo Van der Bellen im Blickpunkt stand. Zum einen nach Ibiza, Regierung Wieland etc., aber auch im letzten Jahr. Zum einen Blümel und alle Chats etc., wo die Opposition viele Misstrauensanträge gestellt hat, aber eben auch jetzt Verordnungen. Wären Sie, wenn Sie Präsident wären und nicht Van der Bellen, aktiver gewesen oder hat er das aus Ihrer Sicht richtig zurückhaltend gemacht? Dieses Was wäre, wenn, ist immer sehr, sehr schwer zu sagen. Ich kann nur sagen, also bei jenen Themen, wo die Verfassung gebrochen wurde, wäre ich wohl lauter gewesen. Weil ich glaube, egal wie schlimm eine Krise ist, wir sind alle angelobt auf die Verfassung. Und das ist auch ein Schutz für die Menschen in diesem Land, dass man sich darauf verlässt, dass Politiker die Verfassung nicht brechen. Es kann schon mal passieren, dass es Fehler gibt, wo auch die Verfassung gebrochen wird. Aber wenn das bei so vielen Verordnungen der Fall ist, dann fragt man sich, wie so etwas passieren kann. Man hat viele Juristen in einem Ministerium, die Juristen arbeiten das aus, das Kabinett schaut noch einmal drüber, auch der Minister sollte noch einmal drüber gehen und das prüfen. Also war schwer zu verstehen, warum das so oft passiert ist. Eine ganz einfache und vielleicht trotzdem schwierige Frage. Kann und wird Covid-19 und die Impfung unsere Gesellschaft spalten? Also die Impfung glaube ich nicht. Wir sehen ja Länder wie Dänemark, wo man damit etwas anders umgeht. Wo man, wie soll ich sagen, dieses Shaming auch nicht betreibt. Also ich glaube, dass nicht Politiker Werbung für die Impfung machen sollten. Ich halte das für einen Fehler, weil jeder Politiker hat Unterstützer und vielleicht noch mehr Gegner. Und vor allem die Gegner sagen, ja, wenn der jetzt für die Impfung ist, dann bin ich nicht dafür. Also das halte ich für einen falschen Weg, sondern man muss viel mehr die Wissenschaft vor den Vorhang bitten, damit Wissenschaftler erklären und Ärzte erklären und Ärztinnen, warum die eine Maßnahme so vernünftig ist oder eine andere Maßnahme vernünftig ist. Und man sollte aber auch nicht verheimlichen, denn dann entstehen dann eben auch diese großen Widerstände, dass es bei Impfungen auch zu Zwischenfällen kommen kann, dass das etwas ist, was passieren kann. Und dass es eine riesige Abwägung ist, welche Zwischenfälle denn es die schwerwiegenden sind, jene, die bei der Impfung auftreten können oder jene, die dann bei einer Erkrankung auftreten können. Aber jetzt sagen Sie, Politiker sollten nicht für die Impfung werben. Herbert Kickl kommt nicht in den Verdacht, für die Impfung zu werben, aber er äußert sich sehr oft dazu. Ist das dann auch falsch? Also ich sage, Politiker sollten, wenn sie nicht Mediziner sind, nicht für das eine oder andere werben. Aber worauf wir achten müssen, und das macht Kickl auch, ist,
dass die Grund- und Freiheitsrechte nicht mit Füßen getreten werden. Dass es kein Shaming gibt gegen Menschen, die halt nicht geimpft sind, sondern dass wir auch sehen müssen, dass es immer eine höchstpersönliche Entscheidung ist. Es geht um die körperliche Unversehrtheit. Und es hat immer geheißen, es gibt das Versprechen der Politik, Sie werden es erinnern, es wird keinen direkten und auch keinen indirekten Impfzwang geben. Und dieses Versprechen ist sehr rasch gebrochen worden. Und wenn es immer wieder Aussagen gibt, die sich dann als nicht wahr herausstellen, die dann enttäuschen, also das Licht am Ende des Tunnels, die Pandemie ist für Geimpfte vorbei, die ist natürlich nicht vorbei für geimpfte Menschen, dann wird man der Politik auch immer weniger glauben. Und das ist am Ende des Tages etwas, was dem gesamten Land schadet. Sie selbst haben im Mai, man muss dazu sagen, damals noch als Parteiobmann auf Puls 24 gesagt, bitte nicht die Kinder quälen, und haben sich damals gegen die Tests, Corona-Tests in den Schulen ausgesprochen. Viele der heute Anwesenden kommen gerade, oder vielleicht mit einer kurzen Pause hoffentlich dazwischen aus der Schule, wurden heute vielleicht wieder getestet, so wie 2-3 Mal die Woche. Ist das gut, dass in der Schule getestet wird, um einen sicheren Präsenzunterricht zu ermöglichen, oder sollte man das lassen? Nein, es hat sich einiges gegeben. Es gibt ja die Spucktests, die wesentlich angenehmer sind als die Nasenbohrertests, die für Kinder besonders schwierig sind. Natürlich ist es gut, wenn getestet wird, aber wichtig ist vor allem, dass die Schulen offen bleiben können, dass dort auch ein Präsenzunterricht stattfinden kann. Das ist das Allerwichtigste. Nicht nur, weil es darum geht, was man lernt, sondern auch um die gesellschaftlichen Kontakte. Ich habe bei meiner eigenen Tochter gesehen, wie schwierig das war, dass man die Freunde und Freundinnen nicht mehr treffen kann. Wir haben dann in der Zeit, wo es dann schon besser war, als wieder Kontakte erlaubt waren, wir haben so ein kleines Holzhaus im Garten, das als Bar eingerichtet ist. Ich muss Ihnen nicht erzählen, dass dort ein reger Verkehr dann war, als die Corona-Krise beendet war und dass man da vieles nachgeholt hat, was eben in der Corona-Zeit nicht möglich war. Aber das heißt, Tests in den Schulen dafür? Ja, also wenn es diese Spucktests gibt, wenn die Kinder nicht mit dem Nasenbohrertest konfrontiert sind, dann ist es völlig in Ordnung. Ich möchte vom Thema Corona wegkommen und in der Parteipolitik bleiben. Herbert Kickl hat vergangene Woche vor E24 gesagt, mit Sebastian Kurz ist eine Koalition unmöglich. Zwar Kickl mit ihm in einer Koalition, aber Sie auch, Sie waren sogar Regierungskoordinator und haben danach immer wieder die Zusammenarbeit mit Kurz und der ÖVP gelobt. Wäre jetzt recht Sie, der die Zusammenarbeit mit Kurz lobt, oder Kickl, der sagt, das ist unmöglich? Nein, es ist sicherlich unmöglich, dass eine FPÖ und ein Herbert Kickl und Sebastian Kurz in irgendeiner Form eine Koalition bilden. Das halte ich für ausgeschlossen. Halten Sie es für möglich, dass jemals Herbert Kickl wieder einer Regierung angehören wird? Natürlich halte ich das für möglich. Ich sage nochmal, in der Politik ändern sich Dinge sehr, sehr rasch. Ich habe das in all den Jahren, in denen ich aktiv war, egal ob auf Gemeindeebene oder Landesebene oder auch im Parlament, immer gesehen. Wichtig ist einfach, dass man sich eine Gesprächsebene bewahrt, denn es wird niemals eine Partei eine absolute Mehrheit haben, man wird immer einen Partner benötigen. Nur in diesem Fall, also zwischen Sebastian Kurz und Herbert Kickl, ist so viel passiert, dass es also diese Kooperation wohl niemals geben wird. Ich möchte noch kurz bei der ÖVP bleiben. Sie haben selber erwähnt, Ihr Vater war der ÖVP, muss dazu sagen, dann nicht mehr am Ende den Freiheitsrechten sich angeschlossen, sondern zuerst Partei unabhängig waren den Freiheitsrechten. Interessant, das ist im April passiert, als noch Parteiobmann war, hat das Parteipräsidium beschlossen, dass es keinen fliegenden Wechsel zur ÖVP geben wird. Es wurde in Medien damals kolportiert, ob es da Gespräche gegeben haben soll. Renner, kurz nach ihrem Rücktritt hat OE24 vielleicht gemutmaßt ohne Quelle, aber sogar von einem fliegenden Hoferwechsel zur ÖVP spekuliert. Wie nahe stehen Sie denn der ÖVP? Ich stehe der ÖVP genauso nahe, wie der SPÖ nahe stehe. Also ich war jetzt letzte Woche mit einem Kollegen von der SPÖ zusammen, wir haben uns gut unterhalten. Ich war vor kurzem mit einem Kollegen von der ÖVP zusammen, wir haben uns unterhalten. Ich kann mich gut erinnern, als ich meinen Unfall hatte, habe ich die Grünen im Krankenhaus besucht. Also es ist ja schon auch eine menschliche Ebene in der Politik. Wir sind ja nicht alle spinnefeind, wir reden ja auch miteinander. Ja, es gibt einfach immer Schnittmengen. Und deswegen soll man nie sagen, gewisse Dinge wären nicht möglich. Geben Sie uns einen kleinen Blick hinter die Kulissen, da steht auch hinter mir Meinungsblasen aufbrechen. Jetzt haben Sie schon erwähnt, das Verhältnis zu anderen Parteien. Jemand, der nur Medien verfolgt, der Fernsehdebatten verfolgt, kommt schnell in den Verdacht, naja, dass sich die Parteien nicht so mögen und die einzelnen Politikerinnen und Politiker auch nicht so. Wie ist es tatsächlich hinter den Kulissen? Wie gut kommen Sie mit den führenden Personen der anderen Parteien klar? Also es gibt in der Politik immer Menschen, die man einfach mag, auch wenn sie einer anderen Partei angehören und wo die Sympathie noch steigt, wenn man sich dann näher kennenlernt. Das ist auch gut so. Und man muss auch immer versuchen, in den Schuhen des anderen zu gehen und sich hineinzuversetzen in die Lage der anderen Person und zu verstehen, warum jemand eine gewisse Meinung vertritt.
Und dann funktioniert das Leben der Politik ganz gut. Morgen ist Freitag, nächste Woche ist wieder ein Freitag, nämlich der Weltklimastreik sogar. Ich meine, Sie werden nicht dort sein, allerdings nicht wegen des Themas, weil Sie noch nie auf einer Demonstration waren, sagten Sie in Interviews. Wie gut finden Sie es, wenn Schülerinnen und Schüler zu Fridays for Future gehen, statt der Schule? Der letzte Teil war der wesentliche. Also ich finde es einmal gut, wenn man demonstriert und wenn man die Anliegen, die einem unter den Nägel bringen, auch wirklich vertritt. Ich habe vor wenigen Tagen getroffen einen polnischen Politiker in der polnischen Botschaft und habe mir erzählen lassen, wie sie denn ihre Themen vertreten haben. Ja, also damals als Gewerkschafter in Polen. Ja, das war 17 Jahre, also eine Dame war dort, diese Senatorin, ihr Vater ist mit 17 verhaftet worden, weil er Flugzettel aufgehängt hat und ist in den Steinbruch geschickt worden. Ein anderer war 4 Jahre im Untergrund, weil er sich für die Gewerkschaft eingesetzt hat und weil er soziale Themen vertreten hat gegenüber dem Regime. Also da habe ich gesagt, das kennen wir gar nicht. Also mit die eigene Überzeugung so vertreten, dass du bereit bist, dafür ins Gefängnis zu gehen. Und das Gefängnis in Polen war, glaube ich, war nicht so toll wahrscheinlich. Und dich dann 4 Jahre lang versteckst oder in den Steinbruch gehst. Ich finde das sehr, sehr beeindruckend. Also wenn man eine Überzeugung hat, dann muss man sie vertreten. Und ob das unbedingt während der Unterrichtszeit sein muss, das ist eine andere Frage. Und wie beantworten Sie diese andere Frage? Mir wäre es lieber, es wäre nicht in der Unterrichtszeit. Das heißt am Samstag? Weil schon so viel ausfällt. Also wir haben jetzt in der Corona-Zeit so viel gehabt, was ausgefallen ist. Also, ja. Sie haben so wie vor einigen Jahren in der polnischen Botschaft, sind jetzt also vor allem über EU-Themen unterhalten. Jetzt hört man von vielen, sie machen sich Sorgen über die Europäische Union, über Polen, über Ungarn, über die dortigen Entwicklungen in puncto Demokratie, Medienfreiheit etc. Teilen Sie diese Sorgen? Machen Sie sich die auch? Ich mache mir Sorgen, dass es vermehrt Spannungen gibt, weil wir im Westen einfach auch kein Verständnis dafür haben, warum man in Staaten des ehemaligen Ostblocks auch anders denkt. Dort war man über viele Jahre hinweg wirklich unterdrückt, dort konnte man das Land nicht verlassen. In der DDR, wissen wir, sind jetzt nicht Details, aber wenn man das Land verlassen hat, dann wurde geschossen. Also es war ein völlig anderes System und deswegen ist man dort sehr sensibel, wenn es darum geht, dass man bevormundet wird. Also das ist völlig anders als bei uns. Und auch hier muss man sich hineinversetzen können in die Seele der Länder und dann, glaube ich, wird man zu einer Lösung kommen. Es ist nur so, wir haben gewisse Machtblöcke in der Europäischen Union. Wir haben ein sehr starkes Deutschland, starkes Frankreich, Benelux ist stark, obwohl es kleine Länder sind. Wir haben die Visegrad-Staaten, aber Österreich ist irgendwo nirgends verhaftet. Und ich glaube, wir sollten uns bemühen, dass wir mit den Ländern Mitteleuropas ein engeres Verhältnis pflegen, denn wir waren ja irgendwann einmal unter einem gemeinsamen Dach. Wenn man heute nach Dresden fährt, man schaut sich die Gebäude an, dann glaubt man, man ist in Wien. Es ist eine ähnliche Kultur, eine ähnliche Art zu denken und ich glaube, es wäre gescheit, dass wir versuchen, einen Kern zu bilden, an dem, das wird auch der Europäischen Union gut tun, wenn hier ein Block ist, der sagt, wir vertreten eine Meinung, die der Union insgesamt gut tun wird. Aber wie stark sollte sich die EU oder Österreich von Ungarn und den dortigen Entwicklungen in puncto Medienfreiheit abgrenzen? Ich sage auch, man muss versuchen, auch sich in die Seele dieser Länder hineinzuversetzen, weil die eine völlig andere Geschichte haben. Ich bin fest davon überzeugt, dass auch dort im Laufe der Zeit Entwicklungen Platz greifen werden, die bei uns selbstverständlich sind. Aber zu glauben, dass man jetzt den eisernen Vorhang aufmacht und es ist alles eins zu eins so, wie das bei uns war, das ist etwas, das wird nicht möglich sein. Sie haben eine Stecknadel auf Ihrem Sakko, Europa ist rot, mit einem Adler drauf, also Österreich. Wie sehr fühlen Sie sich als EU-Bürger? Also ich fühle mich als Europäer, als Österreicher, ich bin Burgenländer, wir haben jetzt 100 Jahre Burgenland. Meine Vorfahren mütterlicherseits waren Ungarn, weil bis 1921 eben alle Ungarn waren im Burgenland. Und ich habe einen großen Teil meiner Kindheit an der eisernen Grenze zugebracht. Und wenn ich denke, wie das war, also wenn wir mal nach Ungarn rübergefahren sind, um das Land zu besuchen, so die Soldaten, der Stacheldraht, der Balken, man hat immer ein bisschen Angst gehabt, dass da irgendwas passiert. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Aber in eine gewisse Richtung geht es ja Corona-bedingt wieder. Grenzen wurden geschlossen, vor allem ja auch jetzt gibt es noch viele Grenzkontrollen. Sollte die EU schnellstmöglich danach trachten, diese Grenzkontrollen wieder abzuschaffen oder sollte man das auch über Corona hinaus beibehalten? Nein, es muss schon das Ziel sein, dass es innerhalb der Europäischen Union keine Grenzen gibt. Aber man muss auch ehrlich sagen, da müssen auch die Außengrenzen
der Europäischen Union funktionieren. Denn ich kann nur dann die Binnengrenzen abbauen, wenn Schengen funktioniert. Denn alles andere wäre Illusion. Jetzt reden wir sehr viel, sehr textlastig. Ich möchte kurz über 10 kurze Fragen einstreuen, wo Sie nur mit Zahlen antworten dürfen können. Also hoffentlich sind es keine Prüfungsfragen. Nein, die Fragen sind auch so gestellt, dass man nur mit Zahlen antworten kann. Und die erste ist eine ganz persönliche Frage, nämlich was wäre Ihre schnellste Marathonzeit? 3,35. Sie sind 3 Marathons gelaufen, wenn ich richtig bin. Aber das war nicht sonderlich schnell, ich war eigentlich Mittelstreckenläufer, das war erst zum Spaß. Zweite Frage, wie viel Prozent wird die FPÖ am 26. September in Oberösterreich holen? 24. Drittens, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es 2022 eine Stichwahl zwischen Van der Bellen und Hofer geben wird? Das kann ich beim besten Willen nicht beantworten. Da gibt es zu viele Unbekannte. Also 50, entweder ja oder nein. Nein. Wann stehen Sie täglich in der Früh auf? Ich wache auf leider um 5 Uhr. Und stehe dann so irgendwann zwischen 6 und 7 auf. Die Straßenbahn ist das, haben Sie mir mal erzählt. Die Straßenbahn fährt um 5 Uhr exakt vor der Wohnung los und deswegen wache ich auch im Burgenland um exakt 5 Uhr auf. Herzlichen Dank an die Wiener Linie. Wie viele politische Entscheidungen haben Sie im Nachhinein bereut? Das waren sicher Dutzende. Also im Laufe eines Lebens in der Politik gibt es viele Entscheidungen, die man bereut und wo man Dinge dann auch anders machen würde. Wie oft im Monat werden Sie innerhalb Ihres Teams laut? Also das ist eher eine Frage von, wie oft werde ich im Jahr laut. Das ist, wo sind meine Mitarbeiter? Wo seid ihr? Ja, wunderbar, also ich würde sagen einmal im Jahr oder ein-, zweimal im Jahr. Und meistens, weil ich mich über mich selbst ärgere. Ist jetzt gefährlich, wenn er was anderes sagen will. Nein, ist tatsächlich so. Dann wäre das eigentlich auch wahrscheinlich. Nächste Frage, wie viele Minuten des Ibiza-Videos haben Sie gesehen? Nur das, was ausgestrahlt worden ist in den großen Sendern, also vielleicht 3 Minuten. Ich ertrage alles andere nicht. Wie viele Flüchtlinge sollte Österreich pro Jahr maximal aufnehmen? Ich glaube, dass man das so nicht beziffern kann. Ich bin der Meinung, dass Österreich Menschen aufnehmen sollte, die verfolgt werden, die tatsächlich Recht auf Asyl haben und dass es ein Recht sein soll auf Zeit. Bei der Zuwanderung, ich muss wirklich trennen zwischen Zuwanderung und Asyl. Asyl ist ein Recht auf Zeit und da haben wir unsere Verpflichtungen nachzukommen. Und bei der Zuwanderung bin ich der Meinung, dass wir, wie gesagt, mein Urgroßvater war Auswanderer, dass wir definieren müssen, wo sind die Bereiche in Österreich, wo wir dringend auch Menschen im Land brauchen. Und diese Menschen, die zu uns kommen, sollen auch die Chance bekommen, hier einen tollen Beruf zu haben, mit dem man sich auch mit eigener Hände Arbeit oder mit der Arbeit des Kopfes sein Einkommen verdienen kann. Zwei Fragen habe ich noch, nämlich vorletzte. Welche Schulnote geben Sie Donald Trump für seine Zeit als US-Präsident? Ich würde allen letzten Präsidenten dieselbe Note geben und das ist das Gegenteil von einem Einser. Also ich glaube, es ist egal, ob Trump oder auch seine Vorgänger, schauen wir uns doch die vielen Kriege an, die geführt worden sind. Dann, wie hat man nach 9/11 reagiert? Wie viele Millionen Opfer hat es da gegeben? Wie viel Geld wurde investiert? Was hat man damit erreicht? Also wenn ich, seit Bush, also Reagan galt immer so als dieser ganz besonders böse und Hardcore-Präsident. Wenn ich jetzt seit Reagan mir anschaue, was passiert ist, dann war das noch der sanfteste. Und die letzte Frage, welche Schulnote geben Sie Angela Merkel für Ihren Abschied als deutsche Bundeskanzlerin? Ich bin absolut kein Merkel-Fan und was es wie ein Abschied anbelangt, das ist das Schlimmste, was ich tun kann, nämlich keinen Nachfolger aufzubauen, der in der Lage ist, dieses Erbes, das Land in die Zukunft zu führen und die eigene Partei in die Zukunft zu führen. Das hat sie wirklich, wirklich nicht gut gemacht. Klingt auch nicht nach einem Einsatz. Nein, ich meine, ich will es nicht, steht mir überhaupt nicht zu, als Politiker aus Österreich von einem kleinen Land Noten zu verteilen in Richtung einer deutschen Bundeskanzlerin. Deswegen sage ich, ich merke nur, es ist nicht gelungen, jemanden aufzubauen, der auch wieder Wahlen gewinnen kann. Sieht im Moment so aus, vielleicht irre ich mich und das Wahlergebnis sieht ja ganz anders aus. Was ist denn Ihre Hoffnung für den 26. September Deutschland? Laschet, Baerbock, Schulz? Also ich habe da überhaupt keine Hoffnung. Also das, man weiß ja nicht, ob die Person, die als Nummer 1 durchs Ziel geht, auch tatsächlich Kanzler oder Kanzlerin wird.
Ich hoffe nur, dass Deutschland sich halbwegs stabilisiert, weil auch Österreich sehr stark von Deutschland abhängig ist. Also wenn in Deutschland das Land nicht gut funktioniert, wenn die Wirtschaft am Boden liegt, dann spüren wir das. Eine hoffnungslose Wahl? Na, hoffnungslos nicht, aber ich glaube, ehrlich gesagt, wenn man sich den Wahlkampf in Deutschland ansieht und die Persönlichkeiten, die kandidieren, dann wundert man sich, dass es den Parteien nicht gelungen ist, noch interessantere Persönlichkeiten zu finden. Dann wundert man sich wieder, dass alles möglich ist. Das wird ja beim Wahlkampf in Österreich 2016. Wie absurd sind eigentlich Wahlkämpfe? Ich kann mich erinnern, Sie mussten Essen im Wahlkampf live auf Fernsehen. Das ist ein viel Beispiel von recht absurden TV-Debatten. Ich habe gesagt, wenn ich wieder antreten sollte, mache ich das nicht mehr mit. Ich bin nicht bereit, mich irgendwo hinzusetzen, um zu beweisen, dass ich Messer und Gabel halten kann. Ich glaube, ich muss auch nicht beweisen, dass ich Englisch reden kann, weil ich das im Cockpit sowieso auch immer muss oder weil man das als Minister auch immer muss. Ich glaube, da ist die Show so stark im Vordergrund, das war schon ein bisschen, waren schon leicht amerikanische Verhältnisse. Und es gab auch sehr, sehr viele Fernsehdebatten. Es gibt auch viele Sender, deswegen auch viele Debatten. Man hat dann wir hatten schon alles besprochen, Van der Bellen und ich. Und ich kann mich gut erinnern an die unmoderierte Diskussion auf ATV. Da haben wir beide gefunden, dass wir echt gut waren. Also wir sind dort gesessen, ohne Moderator, und dann haben wir uns danach unterhalten und gesagt, das war eh gut und das hat eh gepasst. Und dann haben die Thomas Hofer und ich weiß nicht, wer dann noch dabei war, haben das dann Martin Thür, genau, haben das dann analysiert und gesagt, das war ganz fürchterlich und das war eine Schlammschlacht. Wir beide haben das nicht so empfunden. Also Van der Bellen und ich haben empfunden, dass wir als Kandidaten, die ideologisch so weit entfernt waren, doch ohne Moderator ganz gut es irgendwie geschafft haben, ohne gröbere Blessuren uns zu unterhalten. Und ich muss das jetzt sagen, also wenn wir uns treffen, und wir treffen uns so 2-3 Mal im Jahr auf ein Gespräch, dann sind diese Gespräche immer von großem Respekt geprägt. Und es gibt auch immer ein paar Minuten, die wir investieren, um zurückzublenden, wie das damals war im Präsidentenwahlkampf. Und da ist so ein Verhältnis irgendwie entstanden, ja, von 2 Personen, die halt ein bisschen auch was miteinander durchlebt haben. Und Sie sehen sich in einem Wahlkampf nahezu täglich an verschiedensten Orten, wo man gemeinsam auftritt, also nicht gemeinsam in dem Sinne, aber gegeneinander in TV-Duellen. Wie ist es denn zum Beispiel mit Van der Bellen 2016 gewesen, wenn die Kamera aus ist bei solchen TV-Debatten? Also auf Sendung gibt man sich kalt warm sozusagen, ist gegeneinander, wie ist denn die Kamera abgeschaltet? Ich habe das nicht so empfunden. Also wenn man vergleicht Wahlkämpfe sonst, wie Kandidaten von SPÖ und ÖVP miteinander gekämpft haben, da ging es um das höchste Amt im Staate, wo ein Grüner, ich weiß schon, er war nicht bei Mikkel dabei, aber ein Grüner und ein Freiheitlicher gegeneinander antreten. Also ich finde, dass wir das schon so gemacht haben, dass wir uns auch jetzt noch halbwegs gut verstehen, an die Augen schauen können und Gespräche miteinander führen können. Und ich bin froh, dass es so war, und wir haben auch, wenn die Kameras aus waren, ganz normal miteinander gesprochen. Ich möchte kurz an unser Publikum übergeben für Ihre Fragen. Ein paar Schlussfragen habe ich noch. Die erste Handlauf von unserem Publikum, nämlich es sind lauter junge Menschen hier, es sind politisch interessierte Menschen hier, sonst hätten Sie am Donnerstagabend wahrscheinlich das Bessere zu uns, vielleicht ist ja das Wetter nicht. Und dennoch sind nicht alle hier wahlberechtigt, manche wegen des Alters nicht, okay, das liegt bei 16e im Vergleich zu anderen Staaten recht niedrig, aber einige auch mangels Staatsbürgerschaft nicht. Jetzt sind Sie als Nationalratspräsident, gestern war der internationale Tag für Demokratie, mit dem Thema Demokratie sehr eng beschäftigt. Wie demokratisch ist es, wenn in Wien zum Beispiel ein Drittel der Bevölkerung mangels Staatsbürgerschaft vom Wahlrecht ausgeschlossen ist? Naja, ich verstehe schon, dass jeder, der die Staatsbürgerschaft noch nicht hat, sagt, ich würde gerne wählen, ich lebe ja hier. Andererseits muss man sagen, die Staatsbürgerschaft hat ja auch irgendwo einen gewissen Zweck und gewissen Wert und soll auch erstrebenswert sein. Die Frage ist, wie bekommt man die Staatsbürgerschaft? Also der Zugang zur Staatsbürgerschaft muss einer sein, der vielleicht ein bisschen mehr von Gerechtigkeit geprägt ist und ein bisschen weniger von der Zeit, die man hier verbringt. Aber ich glaube schon, dass es Sinn macht, dass das Wahlrecht auch ein Staatsbürgerschaftsrecht ist. Was sollte man den Zugang zur Staatsbürgerschaft günstiger machen, erleichtern? Ich glaube, dass bei der Frage, wie werde ich Staatsbürger, viel mehr im Vordergrund stehen sollte, stehe ich wirtschaftlich auf eigenen Beinen in Österreich, habe ich hier eine Zukunft in Österreich, bin ich hier kulturell auch jemand, der sich hier verhaften will,
als lediglich die Frage, wie viele Jahre ich hier bin. Es gibt Menschen, die sind seit vielen, vielen Jahren hier und fühlen sich eigentlich nicht als Österreicher, und andere sind kürzer hier und fühlen sich voll und ganz als Österreicher. Also das ist etwas, was vielleicht nicht ganz gerecht ist. Ziel diesen gestrigen Tag auf die Demokratie genutzt, um sich wieder für eine stärkere direkte Demokratie in Österreich auszusprechen. Das ist jetzt keine ganz neue Forderung der FPÖ, aber wie kann man sich das in der Praxis vorstellen? Wo konkret soll es mehr direkte Demokratie geben? Also das soll so funktionieren, und wir haben es ja auch in den Regierungsverhandlungen festgelegt gehabt, in der letzten Koalition ÖVP und FPÖ. Allerdings waren da die Grenzen viel zu hoch angesetzt. Dass, wenn es ein erfolgreiches Volksbegehren gibt, jeder kann ein Volksbegehren einleiten, und wenn das erfolgreich ist, also wenn hier zum Beispiel, unser Vorschlag war, etwa 300.000 Menschen das unterzeichnen, dass es dann zu einer Volksabstimmung kommt. Sollen es 400.000 sein, aber es war zuerst festgelegt, ich glaube 900.000, diese Hürde wäre viel zu hoch gewesen. Aber der große Unterschied ist, bis jetzt kann eine Volksabstimmung ja nur vom Parlament eingeleitet werden, nicht vom Bürger. Wenn ich das öffne mit den Volksbegehren, dann kann jeder Bürger mit einem Anliegen, das auch breit unterstützt wird, eine rechtlich verbindliche Volksabstimmung einleiten. Und das ist dann Realität in Österreich. Jetzt ist es so, man macht ein Volksbegehren, das wird im Parlament kurz diskutiert, wird schubladisiert und die Sache ist erledigt. Und das wäre dann eben ganz anders. Ein großes Volksbegehren gab es, als die FPÖ in der Regierung war, nämlich das Für- und Rauchverbot in der Gastronomie. Hm. Hätte es damals eine Volksabstimmung geben sollen, Ihrer Meinung nach? Ja, in diesem Fall hätte es nach diesem Modell zu einer Volksabstimmung kommen sollen, und dann hätten die Österreicher entschieden. Wie hätten Sie dann abgestimmt? Ich wäre für ein Rauchverbot gewesen, obwohl ich großes Verständnis für die Wirte habe, weil nämlich dann eines passiert ist, und man hätte das von Haus aus so regeln müssen. Aber dass die Wirte zuerst investieren, ein Vermögen in Entlüftungsanlagen, und dann erst wieder das Rauchverbot da ist, das habe ich nicht verstanden. Man müsse in Wirklichkeit im Wirtshaus mit den Entlüftungsanlagen gesünder aufgehoben als zu Hause unter den eigenen vier Wänden, wo es keine Entlüftungsanlagen gibt, wenn dann dort geraucht wird. Also wenn es diese Anlagen schon gibt, hätte man Möglichkeiten schaffen sollen. Die Idee wäre dann gewesen, das hätte ich unterstützt, dass jeder Wirt sagt, mein Lokal ist ein Raucherlokal oder ist ein Nichtraucherlokal, er hat auch das wirtschaftliche Risiko getragen. Aber Sie sind für ein Rauchverbot? Aber ich bin dafür, dass so wenig wie möglich geraucht wird, weil wir alle wissen, dass das natürlich nicht so gesund ist, aber wenn ich einen Wirt besuche, wo draußen steht, das ist ein Raucherlokal, dann ist ja meine Entscheidung, ob ich da hineingehe oder nicht. Ich habe das viel schlimmer empfunden, dass zum Beispiel in Autos geraucht wird. Wenn ich herumfahre und ich sehe, ich weiß nicht, jemanden sitzen mit kleinen Kindern im Auto und dort wird geraucht, das ist das, was wirklich schädlich ist. Aber für ein Rauchverbot ist wieder ein Widerspruch zur damaligen Parteivorsitzung, oder der damalige Obmann Hans Strache war ja sehr klar gegen ein Rauchverbot. Wie ist das im Parlament? Stichwort freies Mandat versus Clubzwang, den es ja offiziell nicht gibt, aber irgendwie dann vielleicht doch. Ja, in den meisten Fällen stimmt man einheitlich ab, aber wir hatten auch schon etliche Fälle in unserer Partei, wo man unterschiedlich abgestimmt hat. Also das ist, ich kann mich gut erinnern, da ging es, glaube ich, um die Ehe für homosexuelle Menschen, wo, glaube ich, auch bei uns im Club die Abstimmung frei war und wo keine Mandatarin anders abgestimmt hat. Wie würden Sie da heute abstimmen? Also ich glaube, dass jeder Mensch das Recht hat zu leben, wenn auch immer er will. Und für mich war das Modell der eingetragenen Partnerschaft eines, das sehr gut geeignet ist und das sehr gut funktioniert hat. Die Ehe diente ja in erster Linie dazu, Kinder zu schützen. Und ich wundere mich immer nach all den Problemen, die man sieht in Österreich, warum auch jene plötzlich heiraten wollten, die diese Probleme bisher nicht hatten. Eine Schlussfrage ist wieder eine persönliche. Ja. Ich habe schon gesagt, Sie sind sehr lange in der Politik, ich sage jetzt nicht wieder wie lange, aber doch schon einige Zeit. Wie lange sind Sie denn noch in der Politik? Können wir in 10 Jahren auch wieder hier sitzen und mit einem Politiker noch etwas reden? Ich kann das ehrlich nicht sagen. Also ich habe schon, jetzt muss ich mal entscheiden, ob ich bei der Bundespräsidentenwahl antreten sollte, werde. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann ist es durchaus möglich, dass ich nicht nur Politiker sein werde, sondern auch vielleicht ein bisschen was wirtschaftlich machen werde. Aber politisch aktiv sein werde ich immer. Also kann man nicht vorstellen, dass ich nach allem, was ich bisher an Emotionen investiert habe, dass mich Politik vollkommen kalt lässt. Also auf irgendeiner Ebene werde ich immer aktiv sein.